Nope, das machen wir diesmal nicht. Heute wird es keinen Intro-Trailer geben. Ja, also das will ich mir heute echt nicht anschauen, Train Umsi TV, ja. Es hat schon gereicht, dass das Let's Fail, was du da fabriziert hast, eine Katastrophe war, ja. Das ist unglaublich, das hat mir zu Augenkrebs geführt. Das finde ich nicht in Ordnung, ja. Was ich auch nicht in Ordnung finde, ist, dass du Montag kein Let's Play rausgebracht hast, weil du zu blöd warst und hast dich vertan, weil ein Video fehlte. Ich meine, wie professionell bist du eigentlich? Du bist untalentiert, ja? Ich saß da Montag, wartete und es kommt nichts, bis ich am Uploadplan sehe, steht nichts. Vielen Dank, ich hoffe nur für dich, dass das 500. Video ein Top ist, ja? Ja. Weil, nee, ich mach's ganz anders. Ich verzieh mich und an allen Zuschauern draußen. Diese Folge ist nicht normal. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Let's Play Trainsimulator 2016. Heute Folge 84 und das ist eine ganz besondere lange Ausgabe, denn heute ist es das 500. Video auf meinem Kanal, meine 500. Aufnahme in den 4 Jahren. Und ja, wir fahren heute auf der Strecke Altenburg-Wildau. Ja, richtig gehört. Und fahren eine Aufgabe, die heißt RB40 nach Wildau. Sie fahren heute Abend die RB40 von Köplitz nach Wildau. Die Aufgabe dauert 50 Minuten. Und diese Aufgabe stammt von einem Let's Player. Er macht auch Let's Plays über den Trainsimulator. Und bevor wir diese Aufgabe starten, zeige ich euch erstmal seinen YouTube-Kanal-Trailer. Viel Spaß. Ja, viel Spaß, ne? Falsche Taste gedrückt, sorry. Abend, Kollege, du fährst heute Abend die RB40 nach Wildau. Lass nun die Fahrgäste einsteigen und rüste deinen Zug auf. Abfahrt ist 18.10 Uhr. Gute Fahrt. Ja, und willkommen zurück. Und ja, wir fahren heute mit der Baureihe 600. Meine Damen und Herren, an Gleis 3, bevor sich deine Zug durchfahrt, Ja, wunderschön. Wir fahren heute die Baureihe 648 von Köplitz nach Wildau. Und wir öffnen die Türen am besten schon mal und rüsten unser Fahrzeug auf. Ja, wie ihr eben sehen konntet, der schöne Kanaltrailer von Stefan, Stefan Let's Plays. Er macht sehr gute Let's Plays über den Trainsimulator, vor allem auch über Dampflocks. Er erstellt auch kostenlose Szenarien, finde ich super. Und wir fahren jetzt auch von ihm ein Szenario. Die Aufgabe heißt RB40 nach Wildau. Natürlich mit Ansagen, Bahnhofsansagen, Zugansagen von Mozart. Also wunderschön, Daumen hoch, Stefan, hast du gut gemacht. Ich bin diese Aufgabe noch nicht gefahren, aber ich bin mir so 100% sicher, dass die Aufgabe toll wird. So,
Wie machen Sie VPZB an? Fahren mit der oberen Zugart. Starten noch unseren Motor. Ich weiß jetzt nicht, ob unser Motor an ist. Anscheinend nicht. Doch. Er war an. So, Handbremse gelöst. Genau. So, falls ein paar Ruckler vorkommen, da tut es mir leid, weil nebenbei lädt gerade mein Renderprogramm paar wichtige Daten runter, ja, also tut mir sehr leid. Meine Damen und Herren, an Gleis 4 fährt in Kürze ein der Regionalexpress von Bad Rinkenburg nach Altenburg. Planmäßige Abfahrtzeit 18.10 Uhr. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt des Zuges. Auch wunderschön gemacht. Diese Ansagen. Also Daumen hoch, ja. Ich könnte sowas nicht. So, wir haben in 3 Minuten Abfahrt. Das heißt, wir trinken jetzt einen Schluck. Ich muss vorher warnen, ja. Diese Folge wird nicht normal sein, ja. Weil das ist heute meine 500. Aufnahme und es kommt heute was vor, was ich im Let's Play nicht mache. Also sowas mache ich überhaupt nicht, ja. So, ich hoffe, wir haben ja jetzt hier alles aufgerüstet. War natürlich mit 648 auf der neuen Strecke Altenburg-Wildau V3. Ich habe natürlich auch wieder was zum Lesen mitgebracht über diese Strecke. Ich habe ein bisschen Pappmaul, das ist blöd. Und ja, genießt dieses Video, genießt diese lange Folge, ja. Ich bin ein bisschen nervös, ja, weil die 500. Aufnahme soll eine ganz besondere werden, wobei ich jetzt schon sagen konnte, dass diese Folge nicht normal ist, ja, also bitte ich wirklich um allen, diese Folge ist nicht normal, nicht so wie die anderen da, ja, dieses nicht normal, so. Die Aufgabe, die ich hier fahre, ist normal. Ja, ich werde sie so gut wie möglich abfahren lassen. Wir werden auch alle Ansagen hören. So, zum 500. Special habe ich 3 Feiglinge mitgebracht. Für die jüngeren Zuschauer, ich trinke Wasser. Ja, als Jubiläum, man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Die meisten haben ja Train-Simulator abgestimmt. Vielen Dank nochmal. Ich glaube, mit dem Knie wäre es ein bisschen scheiße geworden. Prost an allen da draußen und vielen Dank für die schönen Jahre. Oh. 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 2 Monate war es ja. Wir haben Abfahrt. Ach, schade, geht nicht so. Das Licht ist auch angegangen. Jetzt wird mein Kopf warm. Abfahrt. So, wir werden jetzt bestätigen. Ich hoffe, man versteht auch alles gut. Wir dürfen nur 45 fahren. Sehr geehrte Fahrgäste, wir begrüßen Sie an Bord der Regionalbahn der Linie 40 nach Wildau und wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ja, wunderschöne Ansagen von Mozart. Also Stefan, das hast du sehr gut hingekriegt, das muss ich sagen. Weil wenn eine Aufgabe mit Mozart-Ansagen sind, dann ist die Aufgabe einfach Hammer. Ja, heute mal kein Desiro wie letztens, ja, weil mit diesem Fahrzeug komme ich viel besser klar. Es fährt sich viel besser, muss ich ehrlich sagen. Und wir sind zum Glück nur als Solo unterwegs. Das ist dann natürlich sehr gut. Stefan, ein Daumen nach oben noch extra für dich. Du hast keinen Fahrplan in der Aufgabe. Und das finde ich spitze. Weil in letzter Zeit habe ich das Gefühl, ich komme zu spät. Ja, oder versage ganz.
Also, das ist schon mal top. Da können wir uns ein bisschen genauer erkunden über die Strecke und alles, ja. Also, ich werde diese Aufgabe so gut wie möglich meistern, okay? Der Link zu seinem Kanal ist in der Videobeschreibung mit One auch zum Download der Strecke. In wenigen Minuten erreichen wir den Bahnhof Köblitz West. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Es gibt zwei Aufgaben von. Also es gibt zwei Aufgaben davon. Die erste Aufgabe ist mit der Baureihe 648. Und die zweite ist genau dieselbe, bloß mit der Baureihe 628. Finde ich sehr gut gemacht, ja. Also man hat die Auswahl, entweder fährt man die 648 oder die 628. So, und wir halten an. Und öffnen auch die Türen. So, das muss man leider mal manuell machen. Ich sehe gerade, wir haben nach Wildau fahren wir, ja. Scheiße. Wie macht man zurück? Hä? Ich drücke jetzt nichts, ne? Ja. Okay. Muss man nicht verstehen, oder? Nee. Das auch nicht. Das auch nicht. Okay. Wir fahren heute mal mit einer falschen Matrix-Anzeige. Ich weiß es nicht, wie man zurückschalten tut. Ich werde es herausfinden. Kann doch nicht sein. Na gut. Egal. Es gibt auch einige Züge, die haben nicht das richtige als Anzeige drin. So, jetzt habe ich meinen Schuh befestigt, damit es nicht mal so quietschen tut. Ja, das ist ein bisschen störend, muss ich ehrlich zugeben. So, wir dürfen 90 fahren. Und ich werde gleich auch vorlesen über diese wunderschöne Strecke, sobald wir den Rudolfbach erreicht haben. Ich weiß nicht, kann man den vorher öffnen? Das wäre blöd, ne? Das wäre ja unlogisch. Na gut. Oh, wir haben gleich 70. Nein! In wenigen Minuten erreichen wir den Bahnhof Rudolf Bach. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Sorry. Ich habe die 70 übersehen. Ja, eine Zwangse. Gott, es fängt schon mal gut an. Ich weiß, ihr kennt das von Rob und Witz. Gibt es eine Zwangse, gibt es einen Zwangsen-Schnaps? Heute mal ein Zwangsen. Klopfer. Ja. Ich mach das heute mal. Jetzt habe ich wirklich nicht drauf geachtet. Ich war jetzt auf diese Türfreigabe fixiert gewesen. Das war ein bisschen blöd. Ja.
und wir haben Rot. Das heißt, wir sind pünktlich, weil es müsste ein Gegenzug kommen. So, jetzt noch ein bisschen anhalten, wenn es freundlicherweise geht. Vielen Dank. Zack, Türen auf. Genau. So, gucken, ob wir jetzt einsteigen können. Nein. Verdammt. Ja, dann lassen wir es halt so. Und da kommt uns eine 114 entgegen. Wir haben länger Aufenthalt, das ist auch gut. Ne, eine 143er. Uiuiui. St. Rudolf ist unser nächster Halt. Wir können schon mal die Türen schließen. Und ich habe euch gesagt, zwangs Schnaps. Die Türen sind doch zu. Hä? Ich hab die doch zugemacht. Ich bin mit dem Fahrzeug. Sag mal. Warum geht die Tür nicht zu? Doch, jetzt. Es fängt schon mal sehr gut an, das muss ich ehrlich gestehen, ne? So, wir dürfen nur mit 25 rausfahren, da wir noch 500 Hertz haben. Ja, was ist möglich? Fährt man schneller 25, kriege ich in den nächsten Zwang so und hinter damit. Das sind zwei verschiedene Sorten. Das kommt in der Birne sehr gut an, das muss ich echt sagen, ey. Heiliger Strauß. So, vielen Dank. So, jetzt erzähle ich mal ein bisschen über die Strecke, ne? Und nochmal ganz liebe Grüße an Stefan. Let's Plays. Abonniert ihn, er macht sehr gute Videos. Und vielen Dank für die Erlaubnis, dass ich dein Intro in mein Video einfügen durfte. So, Streckeninformation. Es ist sehr viel Text, das muss ich schon mal vorab sagen. Ja. Altenburg ist eine deutsche Stadt, die in der Nähe des Flusses Rinke liegt. Viele Jahrhunderte lang war der Fluss von entscheidender Bedeutung für den Getreide- und Holzhandel. Ich entschließe mich gleich hier für nicht lesen. Das macht keinen Sinn, oder? Nee, das macht keinen Sinn. Nein. Heute macht es keinen Sinn, weil dann wird die Folge Let's Fail wie der letzten Folge. Das war schon unteres Niveau, ja, also. So, jetzt bestätigen wir. Obwohl kein Magnet da war. So. In wenigen Minuten erreichen wir den Bahnhof St. Rudolf. Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ich hab's gesehen. Ich habe es gesehen. Das geht gut. Das sieht ganz gut aus, ja, also. Gelb Ankündigung.
klingt nie was Gutes, ja. Wie gesagt, wer sich genau über diese Strecke informieren möchte, kann dies gerne im Handbuch nachschauen. Dort steht alles drin. Ich möchte das jetzt aus dem Grund jetzt hier nicht vorlesen, weil ich möchte mich doch lieber auf diese Aufgabe konzentrieren, weil es eine wirklich schöne Aufgabe ist, ja. So. Und wir halten an. Ein bisschen zu spät angehalten, aber... ja. Wieso ist denn das Licht aus? Muss ich jetzt auch nicht verstehen, oder? So, wir haben jetzt auf jeden Fall rot und warten dann auf einen Gegenzug. Ja. Ich versuche heute alles besser zu machen, okay? Okay, wir können die Türen schließen. Und ich frage mal den Fahrdienstleiter nach. Er sagt nein, also bleiben wir stehen. Und da kommt auch unser Kollege. Grüß dich. Und wir dürfen abfahren. Gucken natürlich raus, ob wir... genau. Und wir dürfen nur 25 fahren, solange 500 Hertz angezeigt wird. Und wir dürfen 40. Ich bin die Strecke Alten Borg-Wildau noch nie gefahren in der neuesten Version. Und ich bin mal sehr gespannt, ja, ob sich hier auch noch vieles geändert hat. Ja. Ist für mich auch die allererste Fahrt in dieser Aufgabe und in dieser geupdateten Strecke. Ja, ist für mich auch Neuheit. Wobei, man sollte eine Neuheit einer neuen Strecke und einer neuen Aufgabe nicht mit Alkohol beseitigen. Für die Jüngeren, es ist Wasser. Nur Wasser, ich trinke keinen Alkohol. So. Ja, aber es ist heute halt die 500. Aufnahme und da habe ich mir gedacht, das muss mal besonders werden und es ist ja nur einmal so, oder? Ich meine, es gibt viele, viele Leute, die viel klopptere Sachen machen, sag ich mal so, ne? Und es gibt auch Leute, die machen es ja mit Webcam sowas, ja. Also das mache ich nun gar nicht. Ich werde auch in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren sowas nicht machen, ja. Damit das schon mal klar ist. Ich habe gedacht, mit Haar kriegt man noch ein Fernlicht hin, aber. Da habe ich mich auch da wohl verschätzt. Die FPS ist komischerweise sehr gut. Liegt an der neuen Grafikkarte GTX 970. Weil nebenbei habe ich auch noch mein Renderprogramm laufen, was Updates installieren tut gerade. Beziehungsweise Daten runterlegt. Wichtige Daten. Und wieder bestätigen, weil wir 80 Ankündigungen haben. Anscheinend nicht. Ja, braucht man. Ja. In wenigen Minuten erreichen wir den Bahnhof Marienwald-Wallfahrtsort. Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Finde ich sehr gut, dass auch die Hinweise mitgesprochen worden sind mit diesem Höhenunterschied. Also das finde ich sehr gut. Sowas gibt es bei uns zum Beispiel überhaupt nicht bei der Bahn, ja. Also, es gibt bei uns, ich bin mal nach, ich
bin mal weggefahren. Und da gibt es auch sowas mit den Höhenunterschieden, ja. Und die gibt es bei mir auch. Jetzt nicht direkt am Heimat, in der Heimatstadt, aber ich kenne halt welche und da wird sowas nie angesprochen. Ja. Wer weiß warum, aber es ist auf jeden Fall so. Das finde ich auf jeden Fall gut, dass es hiermit angesprochen wird. Ja. Wir gucken nach draußen. Dieses T-Shirt ist nicht korrekt. Ich finde es gut, dass man das nicht in der Taste bedienen kann. Wunderschön. Ist auf jeden Fall sehr schön. Wir genießen jetzt mal das Ganze. Wo steht man dann am besten? Nee. Ja. Das habe ich früher als Kind immer gemacht. Ich stand vor der Bahnschranke, ja. Und habe auf den Zug gewartet. Und habe gehofft, dass er das macht. Ja. Ein bisschen pfeifen, ne? Makrofieren. Es geht bergauf, ja. Ein bisschen herausfordern unseren Fahrzeug, ne? Es ist sehr dunkel. Aber ich wünschte, ich könnte hier irgendwas finden, was uns hier helfen könnte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, unser nächster Halt ist Marienwald. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Es ist logisch, dass man hier keine Ansage bekommt, weil einfach der Bahnsteig direkt am Tunnelende ist. Und da kann man halt, glaube ich, nicht so einen Bestimmungsort teilsetzen. Meine Vermutung, ja. Wir sind jetzt auch hier. Ist auf jeden Fall sehr schön. So, ich suche mal jetzt hier irgendwas nach Licht. Sanden, bla bla bla, Innenbeleuchtung. Kipplicht. Ja, hier haben wir noch ein schönes Cap-Licht, das ist auch cool gemacht, ne? Ich suche aber ein Fernlicht. Ja, soweit ich weiß, hat es auch ein Fernlicht und das sieht so aus. Cool. Hat es denn so eine große Auswirkung? Wir werden gleich in den Tunnel fahren. Da werden wir es mal erleben. Wir machen natürlich unser Service. Alles okay, ne? Und fahren ab. Unser nächster Halt ist Marienbau. Wunderschön. Befreien uns noch. Dürfen nur 40 fahren. Ja. Und jetzt machen wir so einen kleinen Test. Wir machen jetzt mal Kabinenlicht hier noch an. Damit wir auch unseren Dings sehen. Jetzt machen wir mal so einen Fernlicht-Test. Das habe ich beim Desiro auch gemacht. Bloß beim Desiro kam das scheiße an. Das muss ich auch gestehen. Das ist ein langer Tunnel. Jetzt machen wir mal Fernlicht an. Ja. Man kann etwas sehen.
Das ist in Ordnung. Ja. Natürlich kann man jetzt beim Trennsimulator nicht das optimale Fernlicht hinzufügen. Ja. Ist jetzt auch nicht dramatisch. Ich mag das Fahrzeug. Es fährt sich sehr gut. Es fährt sich sogar besser als der Desiro, muss ich zugeben. Obwohl ich den Desiro sehr mag und ich dieses Fahrzeug, weil es bei mir gar nicht rumfährt in der Stadt. Deswegen bin ich so ein kleiner Desiro-Fan, ja. Bloß wenn ich den in den TS sehe, sehe ich, Scheiße, ja. Was machst du da nur? Aber nee, sonst gefällt er mir sehr gut hier. Ich muss ja ein bisschen Gas geben. Ich kann es einfach nicht glauben, dass das schon das 500. Video ist. Ja, also es ist der Wahnsinn. Eigentlich haben wir drei Gründe zu feiern. Deswegen habe ich heute drei Klopfer, ja, mitgebracht. Ja. Die haben jemals einmal 17% und der andere hat hier ja 20%, ne? Passt ja. Und warum drei Gründe zum Feiern? Eigentlich zwei, aber es werden bei noch ein drittes dazu kommen, denn erstens haben wir über 500 Abonnenten erreicht. Vielen Dank dafür, ihr lieben Zuschauer, ihr seid echt spitze. Der zweite Grund, wir haben jetzt hier gerade das 500. In wenigen Minuten erreichen wir den Bahnhof Marienbaum. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Wir haben hier gerade das 500. Video, meine 500. Aufnahme, ja. Und wir haben fast 100 Facebook-Likes, ja. Aktuell sind es noch 99, ich weiß aber nicht, wie es aussieht, wenn das Video hochgeladen ist. Deswegen feiere ich jetzt schon das 100. Facebook-Like mit. Naja, eigentlich viel logischer. Ne? Also wie gesagt, wir haben über 500 Abonnenten, wir haben das 500. Let's Play, wir haben fast 100 Facebook-Likes. Also besser kann es momentan echt nicht laufen und ich bedanke mich bei euch allen recht herzlich dafür. Ihr seid spitze, ihr seid alle ein Daumen hoch, ja, also ihr seid sowas von Hammer. Ich bedanke mich nochmal vielmals bei allen und ich wünsche euch noch viel Spaß weiterhin hier noch, ja, weil es ist der Wahnsinn, ne? Also danke. Wow. Natürlich ist es jetzt ein besonderer Moment, jetzt so eine Aufnahme zu machen, ne? Wobei ich ehrlich sagen muss, mit einem kaputten Knie, also es war mal ja kaputt, ja, jetzt ist es, muss ich auch Physiotherapien machen und so ein Kram, dass ich nicht mal die Folge Let's Play kann oder was anderes. Aber die meisten wollen wirklich immer TS sehen, ja. Der Wunsch von allen geht natürlich in Erfüllung, ne? Und es freut mich auch, ja. Ihr seid praktisch das Einzigste, was mir im Leben bedeutet, ja. Praktisch gesagt, ohne euch wäre ich nie auf YouTube. Ja. Denn ich hatte Anfang an mal ein paar Videos hochgeladen aus Spaß. Ja. Ich wollte nie was Ernstes machen. Ich wollte halt nur mal, ich war von den Let's Playern beeindruckt. Das ist Let's Play und diese Kommentare, dass sie sich freuen über ein Video. Das hat mich so gefreut. Da wollte ich einfach mal mitmachen und so nur so einen Test machen, ja. Und dann bemerkte ich: Grüß dich, Kollege, hast du kein Licht an? Voll denn. Dann bemerkte ich: Es abonnieren dich Leute. Du bekommst freundliche Kommentare. Ich hatte bisher fast noch gar keinen Hater, ja. Außer nur einmal. Aber den habe ich einfach ignoriert. Und der ist auch weg. Das ist super. Also wie gesagt, ihr seid diejenigen, dass dieser Kanal weiterhin noch laufen tut. Ihr seid diejenigen, die mir das Let's Playen auch teilweise
zur Freude machen, ja, weil ich möchte euch beeindrucken, ich möchte euch zeigen, was ich mache, und ich, ja, ich bedanke mich halt, ja, ihr seid einfach Bombe, vielen Dank für die schönen Jahre, ihr seid einfach die Besten, und ich werde euch niemals, hätte ich bestätigen sollen, scheiße, der wird sich bedanken in Ruhe, und schon mischt sich die PCB ein, ja. Oder war ich 1,25 oder sonst was zu schnell? Ich weiß es nicht. Sag mal, dass du noch vorwärts fahren kannst, oder? Nee, doch. Also wie gesagt, ich bedanke mich bei allen. Ihr seid super und ich werde euch nicht enttäuschen mit meinen Videos. Das verspreche ich euch. Wunderschön. Also ihr seid die geilsten Zuschauer der Welt, ja, also ihr seid einfach Hammer. Vielen Dank. So, und das waren die Worte, die ich unbedingt mal sagen wollte. Ja. Ich habe praktisch zwei verschiedene Leben. Muss ich auch ehrlich sagen, ja. Es ist verrückt, das ist wirklich so. Ich habe zwei Leben. Ja. Einmal das Leben privat. Ja, und einmal das Leben Let's Player. Es ist unglaublich, ja. Keine Sau außer einer Person. Nur zwei. Bei den zweiten keinen Kontakt mehr, weil er irgendwas macht, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, der hat gerade irgendeine Phase, ich weiß es auch nicht, aber es gibt noch eine Person, die weiß, dass ich es bin. Ich war mal sein Nachbar, kann man so sagen, ich wohnte eine Etage über ihn, ja, und er wohnte unter mir. Und wie es dazu rauskam, ist, ich glaube, dadurch gekommen, durch seinen YouTube. Aber ich weiß nicht, ob man auch Let's Plays macht. Aber er hat es rausgefunden. Er hat mir die Frage gestellt, ob ich 3NormCityV bin. Ja, und ich kann dir sagen, ja, ich bin es. Und ich würde mich freuen, wenn du es keinen weiter sagen würdest. Ja. Weil es liegt daran, sonst weiß keiner, dass ich Let's Player bin. Ja. Meine Eltern wissen es nicht. Ja. Es weiß uns keiner. Meine engsten Freunde. Meine beste Freundin weiß es nicht. Die wissen nicht mal, dass ich überhaupt so ein Hobby habe. Ja, das ist auch ein bisschen verrückt. Ist aber so, das ist eine lange Geschichte von damals, wo ich in der ersten Klasse war. Und da hatte ich einen Fehler gemacht. Ich hatte genauso diese Hobbys. Über die Eisenbahn, ja. Auch über die Busse. Und da war es mein größter Fehler, Freunden zu sagen, was mein Hobby ist. Und durch diese Reaktion in der ersten Klasse sage ich keinen, was ich für Hobbys habe. Weil es gibt Menschen, die sind scheiße. Ja. Deswegen Ansage ging nicht. Ist nicht schlimm. Deswegen bin ich so geheimnisvoll. Ich werde auch nie mit Facecam machen. Einige, die mich kennen auf YouTube, mich entdeckt haben auf YouTube, wissen, wie ich in echt aussehe. Nur auf Foto, ja. Die kennen meinen wahren Namen. Aber sonst
von meinen Freunden in der Stadt weiß es keiner. Ja. Es ist einfach so. Es ist eine Geschichte, die will ich nicht unbedingt erzählen. Die kann man auch nicht so richtig erzählen, weil die zu lang geht, ja. Es ist einfach so. Ja. Freunde wissen nicht, dass ich Eismann mag und alles. Das Problem ist, wenn ich jetzt denjenigen Freunden sage, was wirklich mein Hobby ist, ja, und was ich auch in Wirklichkeit mache, dann weiß man nie, wie die Reaktion ist. Ob es ein wirklicher Freund ist oder eine wirkliche Freundin ist, ja, das weiß man nicht. Man weiß nicht, was rauskommt. Ich habe die Erfahrung negativ gehabt in der ersten Klasse. Und habe, das werde ich jetzt auch hier öffentlich sagen, ich wurde in der ersten Klasse verprügelt. Meine Schule war in der ersten Klasse, ich ging auf eine Schule, neben der Schule war ein Bahnhof. Da fuhren immer wunderschöne 143er lang und alles. In der Hofpause, ja, da stand ich draußen, habe mein Essen gegessen und ich betrachtete die wunderschönen N-Wagen mit der 218, alles, ja. Und tja, wo ich es dann meinen Freunden gesagt hatte, und am nächsten Tag später ich dann da Züge gesehen habe, weil da gerade ein schöner Güterzug lang kam, da hatte ich die Arschkarte. Da hatte ich richtig die Arschkarte. Ich wurde verprügelt, weil man mein Interesse nicht akzeptierte. Und ich bin halt nicht so ein normaler Mensch wie jeder andere. Ich ging auf einer Förderschule, weil ich eine Lese-Rechtschreib-Schwäche habe, leider. Und naja, dann ging es noch schlimmer. Ich hatte Probleme beim Lesen gehabt, ja. Und wenn ich dann dran kam, hatte ich wirklich diese Probleme. Das Einzige, was ich gut konnte, war Mathe und die Uhrzeit. Das ist verrückt. Und sobald ich Schwierigkeiten hatte, ja, lachte man mich aus. Man hat mich in der Pause verprügelt. Es war einfach eine Katastrophe. Ich bin auch nachmittags nach der Schule fast nie rausgegangen, weil anfangs, wo ich schon mal rausging nachmittags, wurde ich ja verprügelt oder mal in einer Mülltonne geschmissen. Und ja, das sind halt die alten Zeiten. Das war auch der Beginn einer neuen Zeit bei mir, denn durch diese erste Klasse, zweite Klasse ging es bergab. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Danke, Mozart. Denn es ging wirklich bergab. Weil, so und jetzt gerne 40 Minuten. Ich bin schüchtern geworden. Und ja, ich bin wirklich schüchtern geworden, weil ich keinen vertraut habe. Weil ich direkt immer diese alten Erinnerungen habe. Ich hatte auch als Kind eine sehr schlechte Kindheit, das muss ich auch sagen. Ich weiß, es gehört jetzt hier nicht dazu, aber wir sind gerade dabei. Ich hatte eine miese Zeit. Ja.
diese Zeit jetzt ist ein großer Unterschied. Jetzt bin ich Let's Player. Ihr seid diejenigen, die mich zur Freude bringen. Ja? Ihr bringt mir zur Freude, dass ich Let's Plays mache. Ich bin in den Let's Plays nicht so schüchtern wie draußen. Ja, das ist kaum vorstellbar, ist aber wirklich wahr. Wenn ich draußen bin, ja, bin ich richtig schüchtern. Krieg vor ein hübsches Mädchen fast kein Wort raus, aber wenn ich hier Let's Playe, ist alles Bombe. Das ist praktisch zwei verschiedene Leben. Ja, ich kann es selbst nicht beschreiben, ist aber wirklich so. Ja. Und falls jetzt jemand sagen sollte, oh, sowas erzählt man doch nicht in ein Let's Play. Mein Gott. Ich sag's aber. Ja. Das ist mein wahres Leben. Das ist auch mein wahres Ich. Denn ohne euch weiß ich nicht. Ja. Ich hatte halt eine scheiß Kindheit und führe zwei verschiedene Leben durch. Einmal ein schüchternes Leben, wo ich richtig schüchtern bin. Und ein Leben hier als Let's Player, wo ich am Sauern bin. Manch einer, der schon seit Anfang an dabei ist, müsste öfters mal hören, dass ich mich verspreche. Das liegt einfach daran, dass ich halt so ein Problem habe. Aber hey, ich kann sagen, ich hab einen Abschluss geschafft. Ich werde auch einen Realschulabschluss schaffen und mache nebenbei noch meine Ausbildung zu Ende. Meine Ausbildung geht zum Glück ein halbes Jahr länger durch meinen Unfall. Aber hey, ich kann sagen, ich habe was geschafft im Leben. Ne? Ja. So ist es leider. Und deswegen bedanke ich mich bei allen Zuschauern für die wunderschönen Zeiten. Ohne euch wären 500 Videos gar nicht auf meinem Kanal möglich. Ja, sage ich ganz ehrlich. Ihr seid diejenigen, die mir ermöglichen, nach vorne zu schauen. So eine 218 fuhr damals bei uns immer lang. Die fand ich traumhaft, weil der Sound so schön war. Und ich möchte auch noch einen besonderen Gruß. Sehr gut, du hast es geschafft. Vielen Dank. Ich möchte auch noch einen besonderen Gruß rausgeben an den Lovis Gravity. Er wohnt 7 Kilometer oder 10 Kilometer von mir entfernt, macht auch sehr gute Let's Plays und ich finde es cool, dass er auch meine Videos cool findet. Und ja. Und der hat sogar mehr Eier in der Hose als ich, ja. Das muss man auch zulassen. Das muss man auch sagen. Und dann möchte ich noch den Trainsimulator TV grüßen. Auch ein sehr guter Let's Player. Macht öfters auch mal Livestreams. Das nächste Livestream, da bin ich mit dabei. Nur als Zuschauer. Ich werde da mal ein bisschen zuschauen. Mal vielleicht ein bisschen tippen. Da freue ich mich schon drauf, mal zuzuschauen. Und natürlich grüße ich noch den Stefan Let's Plays. Oder Stefan Let's Play. Für diese wunderschöne Aufgabe, die wunderbar geklappt hat. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Euch hoffentlich auch. Die Aufgabe gibt es natürlich in der Kanalbeschreibung. Den Link zu seinem YouTube-Kanal gibt es oft in der Kanalbeschreibung. Und einen Link zu seiner Facebook-Seite gibt es in der Kanalbeschreibung. Ja. Wunderschön. Ich bitte nochmal um Entschuldigung, dass ich diese Geschichte erzählt habe. Aber es ist wirklich die Wahrheit und ich möchte euch auch mal halt was erzählen. Ja, es ist halt so. Dann kann man nichts ändern. Immerhin, wir sind 46 Minuten und 0 Sekunden gefahren, das ist pünktlich, ne? Wir haben alles geschafft. Es ist eine sehr schöne Strecke. Es ist eine sehr schöne Aufgabe. Es lohnt sich auf jeden Fall, diese Aufgabe herunterzuladen.
Ich trinke jetzt zum letzten Mal den dritten und verabschiede mich dann auch. Ja. Ich bedanke mich bei allen. An allen Zuschauern in den letzten 4 Jahren. Und bedanke mich auch allen bei denjenigen, die sich hier alle auf mich auf Facebook geliked haben. Bei allen, die mich abonniert haben. Und bei allen denen, die ich als Freunde gewonnen habe in dieser Zeit. Ihr seid die Besten. Ich muss auch zugeben, ich weiß es nicht, ob mein Nachbar noch Bahn mag. Aber wenn er es nicht mag, dann bin ich wahrscheinlich noch der Einzige aus dieser Stadt, der sowas als Hobby hat. Und ich bin auch ehrlich gesagt praktisch fast der allererste Let's Player aus dieser Stadt. Wenn er noch Let's Plays macht, dann sind wir die einzigen beiden Let's Player, weil es gibt sonst keinen. Schade eigentlich. Aber naja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall und ich trinke den jetzt noch und ich sage dann Tschüss. Ja, das muss sein. Auf die nächsten 500 Abos. Auf die nächsten 100 Facebook-Likes. Und auf die nächsten 500 Videos. Ich werde euch eins versprechen. Das 1000. Video. Ja. Wird mit einem Gewinnspiel ablaufen. Ja. Das werde ich euch heute versprechen. Mit einem Gewinnspiel. Weil ihr es verdient habt, auch mal was zu gewinnen. Okay? Und ich sag nur, Prost. Uah. Alter. Uah. Junge. Also, warm schmecken die überhaupt nicht. So, ich bedanke mich bei allen Zuschauern. Ich freue mich dann wieder, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei Let's Play Train Simulator 2016. Und ich würde mich sehr über einen Kommentar freuen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ich würde mich sehr über ein Abo freuen. Und wenn jemand meint, ja, ich möchte gerne spenden, der kann es tun. In der Kanalbeschreibung gibt es einen Link, dort kann man spenden. Halt meinen Kanal unterstützen. Das Geld, was dann eingeht, wird dann nur für Let's Plays investiert. Zum Beispiel DLCs, Strecken, halt alles für die Spiele des Train-Simulators, Softwares und allen Krimpel-Kram werde ich aus meinem Geld selber bezahlen. Auch natürlich die DLCs, falls es mal so ist, von 3D-Zug. Da werde ich auch immer fleißig kaufen, ja, um euch das zu präsentieren. In letzter Zeit kam mir einiges wieder raus, aber das habe ich diesmal nicht gekauft. Aus dem Grund, da ich noch nicht so schnell bin mit Let's Playen. Weil es könnte sein, dass auf einmal doch noch was Neueres rauskommt. Ja. So. Okay, genug gelabert. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Und ich sage nur noch auf Wiedersehen. Ja. Ja, macht's gut. Und tschüss. Ganz ehrlich. Wem's gefallen hat, der soll mal wegen den Daumen nach oben da lassen, ja. Aber wisst ihr, was ich mache? Ich verziehe mich jetzt wieder und
mache nur noch mein Ding, ja, also, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, ja. Wie gesagt, ich bin weg. Tschüss.